Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Webseminarbesucher, wir begrüßen Sie ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion mit dem Titel Die Stunde der Wahrheit, das eigene Online-Panel in der Praxis. Mein Name ist Johannes Hercher, Vorstand der Rogato AG. Vielleicht kurz zwei Worte noch zur Rogato AG. Wir sind seit über 20 Jahren Softwareanbieter und die Full-Service-Dienstleister im Bereich der Online-Forschung, sowohl Befragungssoftware wie auch Panel-Verwaltungssoftware und sind da eben hauptsächlich in den Bereichen Customer Feedback und Employee Feedback unterwegs. Ja, das eigene Kunden- oder Zielgruppenpanel wird für immer mehr Kunden interessant und spannend und bietet eigentlich eine sehr interessante Alternative, vor allem eine qualitativ bessere Alternative zu den gewöhnlichen Online-Access-Panels. Und vielleicht genau planen Sie ebenfalls ein eigenes Kundenpanel oder Zielgruppenpanel aufzubauen. Vielleicht ist es nämlich genau das Thema, mit dem Sie sich gerade beschäftigen im Moment. Und dann stehen Sie natürlich auch eines Tages genau an dem Punkt, dass die Rekrutierung abgeschlossen ist, das Panel ist aufgebaut und ja, das Panel geht praktisch live. Der raue Panelalltag beginnt sozusagen und in der heutigen Podiumsdiskussion wollen wir genau unseren Blick auf die Zeit nach diesem Panel-Setup, also nach der Rekrutierung, nach dem Moment, wo das Panel online geht, richten. Und es geht eben unter anderem um die Erwartungen, die natürlich mit so einem Panelaufbau verbunden sind und darum, ob das Panel diese Erwartungen auch erfüllen kann. Und genau, es geht natürlich weiter. Wir sprechen über Übertragbarkeit der Ergebnisse. Also habe ich im Panel auch wirklich die Zielgruppe, die ich adressiert habe, die ich brauche für meine Forschungsthemen. Es geht um den Betreuungsaufwand, es geht um Rücklaufquoten, um das Incentivierungsmanagement. Es geht aber auch so um Themen wie Panelmortalität. Und genau, und im Anschluss haben wir natürlich danach Zeit, uns Ihren Fragen zu stellen. Und wenn ich von wir spreche, dann bin ich natürlich nicht allein, sondern da möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich meine Diskussionsgäste begrüßen. Genau, also zunächst, wir sehen auch hier im Bild, Frau Annalena Meyer, genau, Market Research Managerin bei der Baloise Group, für uns in Deutschland bekannt unter Basler Versicherung, firmiert aber offiziell unter Baloise Group und betreut eben nicht nur ein Kundenpanel, sondern darüber hinaus auch ein Mitarbeiterpanel. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Meyer. Dann Frau Leona Bücholt, Marketingmanagerin bei der Thieme Mediengruppe, einem der größten medizinischen Fachverlage und Medienhäuser. Und genau, betreut dort auch das Kundenpanel oder Interessentenpanel. Und es ist ein ganz spannender Prozess insoweit, als dass das Panel gerade frisch gemacht ist. Ja. Und herzlich willkommen, Frau Bücholt, für Sie. Genau, bei Frau Gatz, Sie müssten nach unten kurz aufs Mikro drücken, dass wir Sie auch dann im Ton empfangen können. Wunderbar, jetzt sind wir alle live. Genau. Herzlich willkommen. Frau Gratz hatte ich noch gar nicht vorgestellt. Jasmin Gratz, Senior Product Managerin bei der Elpado Medien und verantwortlich für das Aposcope Apotheker- und PDA-Panel. Ja, nochmal zusammen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute meine Gäste sind und für unsere Gäste und für unsere Zuschauer vor allem Rede und Antwort stehen, wenn es darum geht, wie ist so ein Panel eigentlich im tagtäglichen Tun? Und jeder, der ein eigenes Kunde- und Mitarbeiterpanel aufgebaut hat oder auch betreut, weiß, welche Chancen und Herausforderungen damit natürlich verbunden sind. Und nachdem dann praktisch ein Panel aufgesetzt ist und die Teilnehmer erfolgreich rekrutiert wurden, ja, da fängt der Ernst des Lebens eigentlich erst an. Panelpflege, Panelmortalität und natürlich auch die Umsetzung der Studien, für die man natürlich dann das Panel rekrutiert hat. Wie sehr können die eigenen Zielgruppen Panels eigentlich die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen? Das ist die Stunde der Wahrheit heute. Und ich würde meine erste Frage vielleicht gleich an Sie, Frau Meyer, richten. Die Baloise Group betreibt seit 2014 ein eigenes Kundenpanel und seit 2021 zusätzlich auch noch Mitarbeiterpanel. Also es ist ein Dual unterwegs. Vielleicht zunächst die Frage, was erwartet sich die Baloise von solchen Panels und werden diese Erwartungen erfüllt? Würden Sie sagen, die Rechnung ging auf bisher? Ja, wie so eben erwähnt, tatsächlich Kundenpanel haben wir schon seit 2014. Das sind schon einige Jahre. Dementsprechend ist es bei uns wirklich also das Kundenpanel etabliertes Tool. Daraus raus haben wir uns dann auch für ein Mitarbeiterpanel entschieden, weil wir das eben schon kannten und den Nutzen durchaus den uns bewusst waren. Ganz grundsätzlich hilft uns das Kundenpanel, kundenorientiert zu arbeiten. Das heißt, wir können auf eine schnelle, auf eine relativ kostengünstige Art und Weise Kundenfeedbacks einholen, können diese Feedbacks dann direkt auch in unsere Prozesse, in unsere Entwicklung, was auch immer für ein Thema ansteht. Das ist ziemlich vielfältig bei uns tatsächlich, können das bei uns wieder einfließen lassen.
Also das ist sicherlich ein großer Vorteil für uns. Ganz offensichtlicher Vorteil darüber hinaus ist sicherlich, dass wir eben nur unsere Panelisten befragen. Wir müssen seltener in die Breite gehen und potenziell Leute auch anschreiben, die vielleicht keine Lust haben auf Marktforschung. Das heißt, wir haben wirklich nur die Leute, die sich aktiv dafür bereit erklärt haben, die sich registriert haben als Panelisten bei uns. Also das sicherlich schnell, kostengünstig. Unabhängigkeit ist bei uns noch eine wichtige Sache. Also einerseits extern gegenüber Partnern, Instituten haben wir keine Abhängigkeit, aber auch intern. Also ich denke gerade an die Kollegen, die bei uns Kundenselektionen machen. Wir haben wirklich beim Kundenpanel diesen Vorteil, dass wir diesen gesamten Prozess, also von der Stichprobendefinition und Ziehung, Umfrage, Programmierung bis zur Auswertung hinten raus, das können wir alles selbst in unserem Team machen. Und das ist natürlich für uns ja, eine tolle Sache, die uns wirklich Unabhängigkeit bietet auch dann. Vielleicht zum Mitarbeiterpanel-Einsatz. Da ist Gerne, es gerne. sicherlich so, dass, wie gesagt, 2021, da stecken wir noch in so einer Art Pilotphase. Dementsprechend ist es da schwierig, auch wirklich schon Schlüsse zu ziehen. Grundsätzlich sind wir da noch am Ausprobieren, selber auch am Dinge lernen, auch wenn wir schon lange ein Kundenpanel haben. Aber sind da, es wurde gut angenommen, ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und schauen mal, wo die Reise mit unserem Mitarbeiterpanel dann auch hingeht. Ich kann mir vorstellen, Mitarbeiterpanels haben natürlich die Attraktivität, dass ich da exklusiv ausschließen kann oder komplett ausschließen kann, dass Wettbewerber in diesem Panel mit rekrutiert sind. Das heißt, ich kann also da sehr sensible Themen bearbeiten, Produktentwicklungen machen, also Themen, die ich einfach nicht in die Öffentlichkeit tragen möchte, bevor sie danach wirklich spruchreif sind. Und da ist natürlich dann ein Mitarbeiterpanel auch entsprechend geeignet dafür. Frau Bücholt, das Panel ist bei Ihnen sozusagen fast noch druckfrisch. Ich benutze diese Das Metapher eben, stimmt. weil Sie ja aus einer der größten medizinischen Fachverlage, wenn nicht sogar der größte medizinische Fachverlag sind, mittlerweile eigentlich ein Medienunternehmen, zum Medienunternehmen avanciert sind. Es ist noch ganz, ganz frisch. Was würden Sie sagen, wie ist der Eindruck bei Ihnen in den ersten Wochen, Monaten nach der Geburt des Panels sozusagen, und es lernt langsam laufen, Ja, das oder? stimmt. Ja, hinter uns liegen super spannende Wochen und Monate. Also wir sind vor ungefähr einem Dreivierteljahr gestartet, haben dann 6 Monate und 6 Monate Zeit genommen, das Panel aufzubauen. Und ja, hatten den Go Live jetzt vor 3,5 Monaten, also tatsächlich ganz, ganz frisch. Und es ist super schön, jeden Tag die Entwicklung zu sehen. Also toll ist, dass wir jetzt mittlerweile schon über 1.000 Panelisten rekrutieren konnten, was großartig ist. Wir freuen uns riesig, dass es einfach so gut angenommen wird. Genau, bei uns im Fokus, Sie haben es schon gesagt, die Zielgruppe, wir rekrutieren Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppen sehr wenig Zeit haben, freuen wir uns natürlich. Und ja, die spezielle, also dadurch, dass es so eine spezielle Zielgruppe ist, hatten wir am Anfang auch so ein bisschen die Unsicherheit. Wir haben den Registrierungsprozess bei uns in 2 Schritten aufgebaut. Also zu Beginn muss man einen Basisfragebogen ausfüllen. Genau, ganz allgemeine Daten, dass wir die Panelisten richtig selektieren können. Und wir haben dann im zweiten Schritt noch eine Verifizierung. Also die Ärztin, der Arzt, der Medizinstudent muss sich auch ausweisen. Und ja, kann man über die Immatrikulationsbescheinigung machen oder über die Arztnummer. Und da hatten wir am Anfang ein bisschen Sorge, dass die Hürde sehr groß ist, aber ja, freuen uns jetzt umso mehr, dass es nicht so ist. Und genau, also läuft wunderbar, wird auch intern großartig angenommen, was uns natürlich auch freut. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen und auch externe Anfragen. Wir stellen das Pharma zukünftig auch der Pharma, zukünftig genau, der Pharma für Fragestellungen zur Verfügung. Und da wurde ja in den letzten Wochen und Monaten auch sehr großes Interesse signalisiert, was natürlich toll ist. Genau. Also diese Also. Anforderung, die Anforderung der Approbationsurkunde, also diese Verifizierung, da kann die Frau Kratz natürlich schmunzeln, weil die gleichen Anforderungen waren natürlich an das Apothekerpanel auch gerichtet. Und auch da, ich erinnere mich, da war wirklich die Herausforderung zu sagen, wenn wir so eine spezielle Zielgruppe, die ja sehr, sehr einerseits schwer zu erreichen ist und sehr, sehr wichtigen Input geben kann, sei es zu medizinischen Themen, zu medizinischen Tagesthemen, Gesetzesthemen oder eben auch wirklich für die Pharmaindustrie als wichtiger Feedbackgeber, umso wichtiger ist es, sicherzustellen, dass es wirklich auch die Zielgruppe ist, die man dann rekrutiert und nicht Leute, die einfach Interesse am Thema haben oder vielleicht Incentivjäger werden. Genau, Frau Gatz, bei Ihnen habe ich mir Notizen machen müssen, weil das ist jetzt ein Panel, das existiert seit 2016, es sind über 2200 Apotheker.
Es wurden, und da wird sehr genau Buch geführt, habe ich gesehen, 149.500 durchgeführte Interviews. Das ist schon jede Menge Holz und über 7.100 Fragen gestellt. Es ging nach großer Nachfrage und nach viel Erfolg. Können Sie das Ja, definitiv. Also ich kann auch nur anknüpfen daran, dass ich seit mehr als 5 Jahren das Panel betreue und es jeden Tag aufs Neue noch Spaß macht, Befragungen live zu stellen und zu sehen, auch wie die Rücklaufquoten sind, was die Teilnehmenden für eine Lust haben, daran teilzunehmen. Und ja, bei uns ist es ein Spezialpanel, ein spezielles Online-Panel mit ApothekerInnen und PTAs, also der Fachzielgruppe, die wirklich tagtäglich in der Offizin stehen und uns im Endeffekt KonsumentInnen, KundInnen oder auch PatientInnen, je nach Fall, beraten. Und da war uns auch entsprechend wichtig, neben der Basisbefragung, weil wir ein paar Stammdaten definitiv benötigen, auch diese Verifizierung anzubieten. Da gibt es bei uns 3 verschiedene Wege, allerdings auch noch tatsächlich das Fax, weil das im Apothekenmarkt doch noch sehr stark vertreten ist. Aber zum Glück geht es bei mir digital ein. Ja, ich denke, man muss letztendlich, das ist auch für mich so immer die Gretchenfrage, wenn es darum geht, um die Rekrutierung der Panelisten. Man muss sie da abholen, wo sie sind. Weil andere kriegt man nicht, ne? Also das sind, der eine ist schon digital, der andere ist auf dem Weg dazu und der dritte hält sich noch sehr an herkömmlichen Medien fest. Wie auch immer, wenn man einen gesunden Mix und eine Repräsentativität dieser Zielgruppe abbilden möchte, ist man natürlich auch darauf angewiesen, einerseits. Auf der anderen Seite bieten sich diese Möglichkeiten. Warum soll man sie nicht nutzen, ne? Also lieber per Fax rekrutiert und verifiziert als nicht verifiziert. Ja. Genau, eine Frage, die sich natürlich viele unserer Zuschauer stellen, gerade wenn man so diese Mengengerüste dann sieht, und es sind ja oft dann mehrere tausend Panelisten und dann natürlich auch viele Fragestellungen, wie viel Hand aufs Herz, wie viel Pflegeaufwand, wie viel Administrationsaufwand bedeutet so ein Panel? Und vielleicht Frau Meier an Sie als Erste, Sie betreuen ja gleich zwei Panels parallel, das zerreißt einen ja förmlich, oder? Phasenweise, würde ich sagen. Nein, es ist tatsächlich so, vielleicht diese ganze Administrationsgeschichte muss man vielleicht mehrere Teilbereiche sehen. Also das eine sind wirklich Administration von, ich sage mal, klassischen Kundenanfragen. Das heißt, ich habe mein Passwort vergessen, ich weiß nicht, wie ich mein Incentive bekomme, wie auch immer. Solche Dinge, das hängt logischerweise stark damit zusammen, wie intensiv ich mein Panel überhaupt nutze. Mag vielleicht trivial erscheinen, ist aber so, dass gerade das dann Phasen sind, wo ich mich dann natürlich inhaltlich mit Studien auseinandersetzen möchte. Dann kommt es besonders ungelegen. Für uns ist hier der beste Weg, dass wir uns wirklich für solche Geschichten, also diese Postfachadministration, eben von Rogato dementsprechend unterstützen lassen. Das heißt, das sind so diese einfachen Standardanfragen, die gehen jetzt nicht bei mir über den Schreibtisch, wo ich auch sehr dankbar bin dafür. Das sind dann wirklich eher speziellere Themen, wo man dann wirklich individuell auf Kunden eingehen muss. Das vielleicht zur Administration von den Kundenanfragen. Studien ist eine andere Geschichte, wobei ich da sagen muss, es hilft wirklich mit der Zeit, dass man immer mehr Vorlagen hat. Also Vorlagen für, es startet bei der Einladung, auch Fragetypen dann und so weiter. Ich muss nicht bei jeder Studie sozusagen die Welt neu erfinden, sondern kann darauf zurückgreifen, was ich schon gemacht habe letztlich. Also das ist was, was sicherlich weniger wird, wo man am Anfang ein bisschen mehr Aufwand wahrscheinlich hat. Für uns ist das Thema Übersetzung noch relativ wichtig. Also wir haben zwar nur ein nationales Panel eigentlich, aber Schweiz, mehrere Sprachen. Wir sind im Kundenpanel zweisprachig, Deutsch, Französisch, im Mitarbeitendenpanel sogar auch noch auf Italienisch unterwegs. Das ist einfach was, wo man, ja, wo man sich immer wieder bewusst sein muss, wenn ich was kommuniziere, dann ist das nicht nur auf Deutsch mal rausgeschrieben, sondern da braucht es dann eine Übersetzung. Je nachdem, was man da intern leisten kann, also von Ressourcen, aber natürlich auch Sprachkompetenzen, ist das was, was man sicherlich auf dem Schirm haben sollte. Ja, also für uns ist Sprachthematik drüber hinaus vielleicht. Diese ganze Administration betrifft natürlich auch eine Website, die man pflegt, unter Umständen eine App etc. Und da ist es so, dass man da eigentlich, das ist jetzt meine Erfahrung, wie nie fertig ist. Also es ist ständig irgendwie, dass man hingeht und sagt, ich überprüfe den Status quo, brauchst du neue Funktion. Ganz konkret sind wir gerade zum Beispiel in der Situation, wo wir ein Rebranding bevorstehen haben. Ich glaube, man kann sich vorstellen, das hat dann auch auf eine Website und vieles darüber hinaus Auswirkungen. Also da ist man kontinuierlich irgendwie auch ja, am Überprüfen, am Weiterentwickeln. Genau, und Bedürfnisse auch einfach ja, zu verarbeiten. Ne? Ja, und wie Sie es vorhin geschildert haben, der Appetit kommt beim Essen, plötzlich kommen die Stakeholder aus dem ganzen Unternehmen nach dem Motto, ihr habt doch da so ein Panel, kann man da nicht mal, ne? Und plötzlich ist Tatsächlich. der große
großer Bedarf da, der sich natürlich dann auch in Arbeit niederschlägt. Würden Sie sagen, die Mediziner sind genauso aufwendig oder sind leichter zu pflegen oder eher eine schwierig zu pflegende Klientel? Frau Büchholz, würden Sie sagen, der Aufwand, wie würden Sie Ihren Aufwand von der Penn-Administration beschreiben? Also Gott sei Dank ist es auch so, dass Bogatre für uns so die Standardanfragen übernimmt, die reinkommen. Ja, für uns ist es jetzt vor allen Dingen aufwendig, dass wir einfach genau ganz neue Prozesse schaffen müssen. Also und vor allen Dingen genau das Panel jetzt in unseren Alltag integrieren. Also von wie verarbeiten wir die Anfragen, die im Haus reinkommen, wie priorisieren wir die Anfragen? Ja, da sind wir gerade noch dabei, unsere Prozesse aufzubauen und das kostet momentan noch viel Zeit. Okay. Frau Gass, bei den Apothekern, Sie sind ja da, Sie stecken immer mit beiden Händen drin. Ne? Sie machen die Kommunikation, die Administration und auch die Studiengestaltung. Sie sind da, glaube ich, ganz gut involviert. Genau, das läuft tatsächlich alles über meinen Schreibtisch. Früher hat Rogator für uns auch so Standardanfragen übernommen. Aber im Laufe der Zeit haben wir gesagt, wir möchten gerne alles in-house haben, wir möchten die Flexibilität. Und so, ich habe mal grob auch drüber geguckt. Ich würde sagen, pro Tag 10 Minuten ich habe mal eine Zurückfrage, wann wird meine Incentivierung überwiesen, wo man ja mit der Zeit natürlich auch Standardvorlagen hat, weil das alles festgelegt ist. Und gerade auch, wenn wir neue Befragungen ins Feld geben, ist es so, dass wir vermehrt merken, dass es neue Anmeldungen gibt. Das heißt, da fallen dann Verifizierungen an. Also so 10 Minuten im Schnitt pro Tag. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wie wenn wir etwas überarbeiten, das Incentivierungssystem, Umstellung des CI, wo es dann mal aufwendiger wird. Aber das ist dann sehr geballt. Oder natürlich im Rahmen der jährlichen Datenaktualisierung. Da ist man dann ganz intensiv mit den Panelisten beschäftigt. Aber es ist halt eine wichtige Grundlage, um auch dann eine schöne Datenbasis zu haben. Ja, jetzt wissen wir ja, dass Panelisten grundsätzlich auskunftsbereite Menschen sind. Würden Sie sagen, das zeigt sich auch in Ihren Rücklaufquoten und Ihren Response-Zeiten? Kriegen Sie schnell Feedback oder ist es doch eher zäh? Muss man mal reminden, wie ist das so Ihre Erfahrung? Also bei uns ist es so, dass ich immer so, wenn ich gerade, wir haben gestern die Omnibus-Befragung, die monatliche, ins Feld geschickt, 300 Befragte, 3 Stunden später hatten wir 300 vollständige Interviews. Im Sack, sage ich mal ganz salopp, das finde ich also immer noch spannend. Ich gehe dann meistens so, wenn ich das auch erzähle, von Studien aus, die so rund 12 Fragen haben, klar. Keine besonderen Screening-Kriterien, das hat immer alles Auswirkungen auf die Länge der Feldzeit, aber für eine kurze Befragung, wo man daraufhin eine Marketingentscheidung trifft und sowas, kann ich nur sagen und bin auch da echt dankbar für die aktiven Apothekerinnen und PTA, dass sie so schnell antworten, weil das durchaus relevant für Pharmaunternehmen ist, für Unternehmen, die ja im Segment der Unternehmensberatung oder Marketingbereich tätig sind. Also Rückläuferquote von über 50% in den meisten Fällen. Es gibt natürlich pro Zielgruppe Unterschiede. InhaberInnen gibt es nicht mehr ganz so viele in Deutschland. Die Apothekenzahl sinkt auch immer noch weiterhin. Und da ist es so, das ist eine Zielgruppe, die auch nochmal ganz anders in ihrem Alltag eingespannt ist. Währenddessen wir gut 60.000 PDAs in Deutschland haben. Und dadurch, dort sind viele Halbzeitkräfte, da haben wir eine ganz andere Rücklaufquote als zum Beispiel bei InhaberInnen, aber dennoch beides sehr zufriedenstellend. Mhm. Würden Sie das auch bestätigen, Frau Meier, für Ihr Panel oder für Ihre Panels, dass die Rücklaufquoten relativ hoch sind und vor allem die Response-Zeiten so schnell? Die Response-Zeit, da werde ich fast ein bisschen neidisch. Ganz so schnell sind unsere Teilnehmer, glaube ich, nicht. Wobei ich auch sagen muss, 48 Stunden, dann haben wir wirklich ein Gros der Teilnehmer und können eigentlich auch immer da auf dieser Basis eine solide Aussage treffen. Was Rücklaufquoten angeht, sind wir auch so im Bereich von 70% unterwegs. Also da sind wir auch sehr zufrieden eigentlich. Das ist auch ein relativ konstanter Wert, der sich jetzt nicht themenspezifisch groß ändert, sondern relativ konstant bleibt. Mhm. Und jetzt wünscht man natürlich auch von daher toll, toll, toll für die Frau Büchholz, dass bei Ihnen sich genau solche Rücklaufquoten und Responsezeiten, wobei das für die Schweiz auch gut ist, 48 Stunden.
Ja, das ist auch schon ziemlich, da sind ein paar Banner dabei, ne? Dann, das zählt genau, jetzt ein bisschen raus. Nee, aber das sind ja wirklich gute Zeiten, vor allem, wie Sie auch sagen, Frau Gatzer, ist eine Fragestellung, die vielleicht morgens relevant ist im Marketing. Ja? Eine Produktentscheidung, die hat sicher länger Zeit und längere Planung, aber eine Marketingentscheidung, und wenn ich da innerhalb eines Tages mein Feedback habe und die Entscheidung umsetzen kann, ja, weil das Feedback da ist, schwarz auf weiß, das hilft natürlich schon enorm. Also die Erfahrung, wenn ich da kurz noch einsteigen darf, konnten wir jetzt bisher auch sammeln, also klar noch nicht so viele durchgeführt, aber jetzt bei denen, die schon im Feld waren, hatten wir jetzt auch innerhalb der ersten 24 Stunden 90% Rücklauf, also 90% der Finisher haben bis dahin teilgenommen und die Rücklaufquote war jetzt auch immer, lag immer über 50%. Und also sehr erfreulich. Absolut. Also erstens das und vor allem, man muss sich die Zielgruppe immer vor Augen halten. Das sind Ärzte. Die haben normalerweise, und Mediziner, die haben ja, ne, so gut wie keine Zeit oder sehr ungern Zeit. Ja, also da muss das Thema schon wirklich spannend sein oder die entsprechende gute Verbindung haben. Jetzt sind Sie natürlich als Team im Medienhaus begleiten den Mediziner praktisch von seinem Studienentscheidung bis zur Facharztschaft und darüber hinaus mit Weiterbildung. Da ist natürlich eine hohe intrinsische Verbindung klar vorhanden, auf die man sich dann, denke ich, vielleicht auch berufen kann. Und trotzdem sind es natürlich schwierige Zielgruppen, die man mit solchen Responsequoten beispielhaft nutzen kann. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so schnell in Ihrem Fall ist. Es ist ja so, Sie haben es auch gerade so geschildert aus Ihrem Tätigkeitsbereich. Es ist ja so eine Community, so ein Panel, auch was Lebendiges. Ja, da ist ein, ich hätte fast gesagt, ein Kommen und Gehen. Es kommen Panelisten dazu, werden dazu rekrutiert, aber es fallen natürlich auch Panelisten weg. Ja, das ist, denke ich, ganz normal. Wie sehen Sie zum einen die Mortalität bei Ihnen in den Panels und wie gehen Sie damit um? Frau Katz, würde ich die Frage zuerst an Sie rübergeben. Sehr gerne. Also spüren merklich tun wir es tatsächlich nicht. Vor allen Dingen gerade, wenn wir eine Datenaktualisierung durchführen, verlieren wir immer wieder ein paar, die dann vielleicht das Interesse verloren haben und nach mehrmaligen Erinnerungen doch nicht dran teilnehmen möchten. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung so. Wir starten dann ganz aktiv immer in weitere Werbemaßnahmen, sei es über unsere Reichweiten starken, ja, Online-Portale wie Apotheke ad hoc, aber auch über Veranstaltungen, wo wir vertreten sind und natürlich auch über Social Media, um dort die Fachzielgruppe zu erreichen. Die sind ja doch unterschiedlich unterwegs. Vielleicht gibt es auch demnächst mal ein Fax-Mailing, mal gucken. Das ist noch so eine Überlegung. Und ja, ganz klar, Inhaber sind eine ältere Zielgruppe, eine Zielgruppe, die dann auch mal die Apotheke übergibt, an denen die nächsten NachfolgerInnen oder die auch einfach verdienterweise in Rente gehen, da sind wir dann doch noch mit am stärksten am Nachakquirieren. Ja, ist auch ein ganz normaler Zyklus dann, ne? Wenn man sagt, wenn jemand nicht mehr Apotheker ist, dann fällt er ja auch thematisch bedingt schon mal aus dem Feld raus, dann von daher ist auch dann der ganz normal. Würden Sie diese Erfahrungen teilen können, Frau Bücher? Sehen Sie das? Wobei das, wenn das Panel noch so frisch ist, wahrscheinlich über Mortalität noch keiner spricht groß, ne? Oder? Ist es schon? Das stimmt. Also Gott sei Dank jetzt nach 3,5 Monaten. Aber natürlich haben wir uns auch Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Panelisten bei der Stange halten, dass sie einfach regelmäßig teilnehmen. Und klar, wir wollen ihnen spannende Themen bieten. Wir haben in Analysen im Vorfeld herausgefunden, dass sie total interessiert daran sind, Weiterentwicklung oder Produktentwicklung mitzugestalten, die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Medizin und dahingehend natürlich auch unsere Fragestellung. Was wir auch machen, wir stellen unseren Panelisten die Studienergebnisse im Nachgang über das Portal zur Verfügung. Somit gibt es natürlich dann auch nochmal einen Anreiz, wieder ins Panel reinzuschauen und dann vielleicht doch wieder bei der einen oder anderen Umfrage mitzumachen. Genau, und dann natürlich auch über Incentives einfach sie so am Ball zu halten. Das ist, würde ich jetzt sagen, bei uns steht das gar nicht im Vordergrund, aber hilft natürlich auch. Mhm. Kommen wir auch auf das Thema Incentivierung, kommen wir nach gleich. Frau Meyer, wie würden Sie so die Panel-Mortalität im Hause Balois sehen? Ähnlich wie bei Frau Kratz tatsächlich. Also wir haben jetzt auch nicht Mortalität als superkritisches Thema. Es gibt natürlich Abgänge aus den diversen Gründen einfach, aber wir machen relativ regelmäßig so kleinere Rekrutierungsaktionen, wo wir einfach im Rahmen von anderen Maßnahmen darauf hinweisen, hey, es gibt dieses Panel
Und im Zuge von der Datenaktualisierung, die wir ohnehin jährlich durchführen, machen wir dann einfach eine Überprüfung. Wir schauen, wie repräsentativ ist unser Panel, wo gibt es vielleicht Lücken, wo gibt es Zielgruppen, die zu wenig abgebildet werden. Und dann machen wir wirklich auch spezifische Aktionen, Rekrutierungskampagnen für diese Zielgruppe, den entsprechenden Kanal wählen, wie wir es gerade schon davon hatten. Das ist dann das, was wir tun. Ne? Würden Sie sagen, ja, gerade zum Thema Rücklaufquoten nochmal, dass das Thema Incentivierung ein zentrales Thema und wichtiges Thema ist? Oder ist es eher nachgelagert? Wie gehen Sie bei der Baloise mit dem Thema Incentivierung eigentlich um? Also tatsächlich, was ja immer so ein bisschen im Raum steht, ist, die Leute nehmen nur teil, weil sie da incentiviert werden, so Incentive-Jäger etc. ist nichts, was ich bestätigen würde. Es gibt sicherlich ein paar Panelisten, die auf die Incentives abzielen, aber es sind die wenigsten tatsächlich. Also wir sehen das in verschiedenen Bereichen. Einerseits gibt es viele, die über längere Jahre dabei sind, aber ihre Gutscheine gar nie einlösen, teilweise auch bewusst austreten und sagen, nee, brauche ich nicht, oder in Richtung Spenden natürlich, was wir auch anbieten. Einerseits das und auch viel in den offenen Kommentaren merkt man das. Und in qualitativen Studien noch viel mehr, wenn wir qualitative Sachen mit Panelisten machen, dass da häufig Dinge wie, hey, ich möchte einfach meine Meinung sagen, mich einbringen, mitgestalten, vielleicht auch mal Kritik äußern. Also dass eher solche Dinge dann im Mittelpunkt stehen für die allermeisten. Würden Sie das für Ihre Panels, Frau Bücher und Frau Gatz, ebenso sehen? Dass da das Incentivierung jetzt nicht das treibende Moment ist? Das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, eben zu sagen, weil das über der Online-Access-Panels oftmals vorgeworfen, nach dem Motto, das sind ja nur Incentive-Jäger drin und denen geht es ja nur um das eine. Und jetzt wissen wir von der Ärzte- und Medizinerschaft, dass wir von der Pharmaindustrie jahrzehntelang da schon nachgepampert wurden, ja, eigentlich versaut sein können. Ja. Würden Sie sehen, das wäre bei Ihnen im Panel oder generell beim Thema Panelisten so ein im Vordergrund stehendes Thema? Definitiv würde ich das so verneinen. Bei uns ist es so, wir incentivieren je nach Umfang, Länge unterschiedlich, aber Meinung sagen, mit dabei sein, Produktneuheiten mitbringen, ist auch was bei uns, ähnlich wie bei Ihnen, Frau Buchholz, eine große Rolle spielt, ganz weit vorne ist. Wir versuchen, Abwechslung reinzubringen. Wir haben Marktanalysen, die wiederholen sich im Jahrestakt oder alle 2 Jahre. Klar, da kennt man die Fragen, die sind auch teilweise 60 Fragen lang, wo ich am Anfang gehört, oh, das können Sie doch nicht machen, um Gottes Willen, doch kann ich. Und ich kann am Ende auch noch eine offene Frage stellen, die dann auch noch beantwortet wird. So wie Sie eben schon erzählt haben, Frau Meier, das ist einfach der Wahnsinn. Also Hütchen ab, ich finde das echt bewundernswert, bin da sehr dankbar an das Panel und sage immer, alles einmal ausprobieren. Und da muss ich echt sagen, wir testen das für uns aus in unserer Zielgruppe. Hingegen, was im Markt ja dafür Einstellungen sind oder was da so rumkursiert an Mythen, kann ich aber nicht bestätigen. Wie wird es im Hause Thieme gehandhabt mit der Incentivierung? Also wir bieten ganz unterschiedliche Incentives an, auf unsere Zielgruppe zugeschnitten, von Thieme-Produkten, aber auch andere Produkte. Wir haben auch also die Möglichkeit zu spenden und haben jetzt schon gesehen, wir hatten gerade zu Beginn eine große Rekrutierungskampagne, da gab es dann für die Registrierung mehr Punkte und haben gesehen, dass da ganz viele Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierende direkt bereit waren, ihre Punkte zu spenden, was natürlich großartig ist. Und ich glaube auch nicht, dass es bei uns im Vordergrund steht. Es ist dann eher so der Gedanke, gib Feedback und tu noch was Gutes damit. Also genau. Das ist altruistisch. Ich habe es auch bei der Baloise gesehen, auf dem Teilnehmerbereich, da gibt es auch die Möglichkeit, entweder sich einen Gutschein oder diese Punkte zu spenden und für irgendwas, was natürlich dann regional in der Schweiz auch karitativ ist, bei Ihnen eben themenspezifisch dann wahrscheinlich verbunden ist. Und von daher denke ich auch, dass es mehr und mehr, das ist auch unsere Beobachtung, mehr auf altruistische Incentivierungen geht. Und letztendlich geht es ja nicht um das Kaufen einer Meinung. Da sind die Leute, glaube ich, auch ganz klar mit sich im Reinen, ne, weil sie ihre Meinung wirklich geben wollen, sondern es geht um die Wertschätzung dieses Zeitengagements, die der Teilnehmer letztendlich auch aufbringt, ne, und dass er da Rede und Antwort steht und ja, verfügbar auch ist. Ja. Würden Sie sagen, das ist, denke ich, auch immer so eine große Herausforderung beim Panel, dass Sie die Zielgruppe, um die es Ihnen eigentlich geht, also Ihre Panelisten-Zielgruppe, dass Sie die in dem Panel eigentlich ganz gut abbilden können? Oder würden Sie sagen,
Unser Panel ist total schief, aber wurscht, wir kriegen Feedback, also das ist ein bisschen extrem ausgedrückt, ja, und versuchen das dann halt über Gewichtungen zu rechnen, was auch immer. Oder denken Sie, man kann das bei der Rekrutierung, was ist also Ihre Erfahrung nach bei der Rekrutierung, kann man das schon so steuern, dass man dann eine Abdeckung dieser eigentlichen Zielgruppe bekommt? Frau Meier, würde ich Sie die Frage an Sie als erstes geben. Ist tatsächlich, wie ich vorhin schon angedeutet habe, es ist immer wieder ein Schauen, wie stehen wir da, ein Abgleich mit unseren Kundendaten, um zu schauen, wo braucht es irgendwie neue Teilnehmer, wo haben wir eine höhere Mortalität, typischerweise bei den jüngeren Leuten zum Beispiel. Aber es ist auch die Sache, wir haben zum Beispiel uns in der Schweiz beim Kundenpanel dafür entschieden, dass wir italienischsprachige Kunden nicht aufnehmen. Auch administrativer Gedanke etc. Was bedeutet es für uns? Also es sind einfach Dinge, ich glaube, man darf gerne auch Zielgruppen bewusst ausklammern, muss das aber einfach in der Interpretation berücksichtigen. Mhm. Würden Sie so auch für sich sehen können, Frau Pfeil? Ja, also wir sind ja momentan nach 3,5 Monaten eigentlich noch mitten auf dem Weg, aber ja, wir gehen auch über unsere Kanäle, also rekrutieren, haben einen tollen Zugang zur Zielgruppe und Das ist sehr heterogen bei Ihnen, ne? Die gesamte Ärzteschaft, Medizinerschaft und das, wenn ich an die Fachbereiche denke, wird man schon schwindelig, weil das gliedert sich dann schnell mal in mehrere hundert unterschiedliche Bereiche. Das ist schon sehr, sehr komplex. Genau. Da ist dann bei der Apotheke wahrscheinlich eher das Thema PTA, Apotheker und als Apotheke, dann die Spezialisierung eben, ist es eine Klinikapotheke, ist es eine lokale oder ist es eine Apothekengruppe auch? Ne? Und wie Sie es vorhin schon angeführt haben, eben Inhaber geführt oder eben nicht. Genau, also grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir spezialisiert sind auf die Vorortapotheken, die öffentlichen Apotheken in Deutschland. Da haben wir eine schöne Verteilung über Gesamtdeutschland, aber dadurch, dass wir ja ein personenbezogenes Panel sind, sage ich immer ganz spitz, wir sind ausgewogen, wir haben so rund 40% ApothekerInnen, 60% PTA. Wenn man von außen dann hört, ach, die PTA sind so gut zu 98% weiblich, würde man erst mal denken, ach, herrje, aber das bildet einfach genau diese Berufsgruppe ab. Und von daher sind wir da super ausgewogen. Aber ich kann da auch Frau Meier nur zustimmen. Jede Aktivierungsmaßnahme ist vorher nochmal ein Prüfen. Wo bessern wir nach? Wo rekrutieren wir? Wo, auf welchen Kanälen erreichen wir dann auch die Person? Und das unterscheidet sich durchaus sehr, sehr stark. PTAs sind durchweg eine jüngere Zielgruppe. Und da sind wir dann auch eher mal auf Social Media unterwegs, wo man nicht unbedingt den Inhaber oder die Inhaberin erreicht. Liegt aber an der Heterogenität der Zielgruppe. Und da ist wieder das Wichtige, wo treffe ich sie, ne? Wo erreiche ich sie und wie kann ich sie dann entsprechend rekrutieren. Was würden Sie abschließend sagen, ist für Sie so die größte Herausforderung, Frau Büchel, bisher gewesen zum Thema Panel? Was sehen Sie da in der Panel-Administration als die wirklich große Herausforderung? Ich würde sagen, für uns die größte Herausforderung, wie ich es vorher auch schon angedeutet habe, ist tatsächlich jetzt die neuen Prozesse in unseren Alltag zu integrieren und genau die Anfragen, die jetzt von intern und aber auch von extern kommen, einfach ja zu priorisieren, zu schauen. Das ist natürlich immer so, wenn man was Neues hat, dann ist auch intern die Nachfrage sehr, sehr hoch. Jeder freut sich natürlich auch drauf und das ist ganz, ist ja auch prima. Aber genau, da einfach jetzt das Ganze in unseren Alltag zu integrieren und ja, auch einen guten Rhythmus zu finden. Wie oft schreiben wir tatsächlich dann die Panelisten an? Und ja, am Anfang sind ja noch so viele Fragestellungen, die man im Kopf hat. Und da jetzt einfach nach und nach Stück für Stück Antworten zu finden. Den Redaktionsplan zu entwerfen etc. Ne? Genau. Das im Hinten zu lassen. Weil es ist natürlich schon auch klar, in dem Moment, wo das Kind mal anfängt zu laufen, ne, dann braucht es auch eine Richtung, dann braucht es auch einen Gehsteig, wo es laufen kann, damit es nicht dauernd auf die Straße fällt. Also man braucht dann Strukturen, man braucht, muss die Dinge sortieren, einordnen, entsprechend in Kanäle leiten, in Prozesse münden lassen, wie Sie es schildern. Kann ich mir gut vorstellen. Frau Meier, was würden Sie sagen, ist so für Sie die größte Herausforderung? Wobei Sie ja schon nach eine, Sie beide ja eine geübte Panelmoderatorin, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, aber eine Panelmanagerin natürlich sind. Ja, ich nehme die Metapher aber gern auf. Also tatsächlich ist es für uns ein bisschen die Geschichte, das Kind nimmt mal den Weg nach rechts und mal nach links und das ist irgendwo auch gewollt, dass sich Nutzungszwecke
verändern, dementsprechend aber auch die Bedürfnisse, die Anforderungen ans Panel, an Merkmale, die wir hinterlegen, an spezifische Einsatzgebiete verändern. Und das ist immer ein Abwägen. Inwiefern lassen wir es laufen und inwiefern geben wir vielleicht auch vor, das ist jetzt der Einsatzzweck und das ist die Population. Hier ja, braucht es ein bisschen, glaube ich, immer wieder Feingefühl und Gespür. Mhm. Was ist für Sie so das Herausfordernde? Ich muss gestehen, in Bezug auf das Panel habe ich da wirklich, bin jetzt auch nochmal durchgegangen. Ja, Prozesse sind bei uns gegeben, da sind wir zum Glück schon ein paar Jahre drüber hinweg. Bei mir ist es dann, oder bei uns bei Aposcope ist es eher so technischerseits, dass wir halt immer noch schauen, wie können wir etwas besser programmieren, damit die Usability noch steigt, dass es so gut wie auf jedem Smartphone, auf jedem Browser darstellbar ist. Aber das hat dann tatsächlich mehr mit der Programmierung zu tun. Aber im Endeffekt eine abwechslungsreiche Programmierung, auch wenn die Fragetypen vielleicht hinten dran identisch sind, führt natürlich dazu, auch, dass man Lust hat, daran teilzunehmen. Es ist nicht immer nur Ja, Nein, sondern das, was es Lebendiges ist, auch wenn es ähnliche Frageinhalte sind. Ja. Ich frage Sie jetzt bewusst nicht, ob Sie sich wieder dafür entscheiden wollen, weil das konnte ich Ihren Worten allesamt entnehmen, dass Sie da eigentlich damit brennen. Und das würden mir jetzt alle Zuhörer wahrscheinlich als Polemik angreifen, zu Recht, wenn ich Sie fragen würde, würden Sie es denn wieder tun? Aber vielleicht trotzdem eine interessante Frage, die damit zusammenhängt. Was würden Sie anders machen? Frau Gass? Ich würde den Ball zunächst an Sie werfen. Ja, ich bin wirklich am Überlegen. Ich würde von vornherein vom Panelaufbau her nochmal anders starten mit Incentivierungsmodellen, Tatsache. Weil man einfach so mit den Jahren gemerkt hat, es geht nicht hauptsächlich in die Incentivierung. Ich würde den Fokus sehr auf Meinung geben, Produktneuheit mitfahren legen und dann ganz klar auch in der Ausrichtung her, dass es sehr abwechslungsreich ist. Das sind so Sachen, die ich noch anders machen würde, wo man mehr abholt. Vielleicht auch mehr einen Community-Gedanken hinten dran stellt. Im Panel bei uns ist etwas, die haben sich angemeldet, die Personen sind da fleißig dabei. Aber das war's auch. Und ich glaube, dass man noch viel mehr machen kann als nur Online-Befragung. Also Online-Panel-Diskussionen und all das super spannend. Und für manche Themen ist einfach der persönliche Austausch, sei es auch wie heutzutage oft über den digitalen Wege, unerlässlich. Dann sieht man doch mal in der Mimik, ach, da ist noch, da kann ich noch mal mehr nachbohren. Auch wenn, ja, wie gesagt, das über offene Fragen in Online-Befragungen schon unglaublich gut funktioniert und wir da teilweise echt Stunden und Tage lang am Codieren sitzen. Aber es ist halt auch sehr spannend an. Klar. Nee, aber das ist ein wahres Wort und das ist für uns auch so das Thema gewesen, warum wir mit diese qualitative Software eben auch gegangen sind, weil es wichtig ist, den Panelisten eben mehr jetzt als rein nur Online-Befragungen zu bieten. Aber selbst die kann man so unterschiedlich und entertainmäßig gestalten, dass es wirklich auch ein leichtes und vor allem Abwechslung reinkommt, dass die Monotonie, ich denke, Monotonie ist immer und überall schädlich und erst recht natürlich auch in einem Panel. Maja, würden Sie, und was würden Sie anders machen? Ja, anders machen, bin ich gerade auch ein bisschen am Überlegen. Sicherlich, was ich stark berücksichtigen würde, ist so diese ganze Aufbauphase. Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo man sagt, das einfach mal probieren und loslegen. Aber ich glaube, es ist wirklich beim Aufbau vom Panel auch sinnvoll, dass man diese Dinge durchdenkt, die Prozesse, die Administration, also sprich in unserem Fall, wie viele Sprachen, wie wird das dann umgesetzt. Da würde ich sicher sagen, Zeit nehmen lohnt sich da auf jeden Fall, das nicht überstürzen. Das Thema qualitativ ist tatsächlich auch bei uns was. Also wir nutzen es ehrlicherweise als Rekrutierungskanal eher, unsere Panelisten, mit denen wir dann verschiedenste Formate auf verschiedenen Plattformen durchführen. Also das wäre auch ein Bereich, wo man es irgendwie noch besser integrieren könnte, wenn man das von Anfang an so gedacht hätte. Und dann vielleicht ein Punkt noch, der jetzt sowohl Mitarbeiterpanel als auch Kundenpanel betrifft, ist die Integration in bestehende andere Kanäle. Also sei es bei einem Mitarbeiterpanel, ist das ein Intranet, das kann die Website sein nach extern etc. Wie ist das abgestimmt? Wie sind die unterschiedlichen Wege, Journeys, die man da gehen kann? Das ist sicherlich noch was bei uns auch noch Optimierungspotenzial hat dementsprechend. Mhm. Frau Büchel, gibt es etwas, was Ihnen schon praktisch vorschwebt, wo Sie sagen, beim nächsten Mal machen wir das anders?
Und es ist auch durchaus gerecht, weil auch wir erleben das. Wir bauen tagtäglich Panels auf und wir wissen, dass trotzdem bei jedem Mal wieder was Neues und was anderes zu machen ist. Ja, also Gott sei Dank ist es Stand jetzt bisher sehr, sehr gut gelaufen. Was ich sagen muss, gerade zum Thema Incentivierung, da gibt es noch ein, zwei Stellschrauben, wo ich sagen würde, da hätten wir früher mit anfangen können, weil wir dann doch bei uns so eine Art Shop-System gebaut haben oder beziehungsweise auch noch dran sind. Und das dauert natürlich. Also Gott sei Dank waren wir mit dem Aufbau des Panels sehr schnell. Ja, ich glaube, das sind so Sachen, da würde ich auch nochmal vielleicht anders rangehen, früher rangehen, aber ja, sonst. Genau, und zum Thema Qualitative, wir nutzen unser Panel oder haben es jetzt auch schon für die Rekrutierung von Interviewpartnern genutzt. Ja, okay. Auch das. Der Einsatz, Zwecke, die wachsen täglich und da kommen neue Ideen dazu. Das wächst auch mit den Stakeholdern im Haus, glaube ich. Da kommen dann die Ideen und die Anfragen und könnte man nicht auch, ne? So dieser Konjunktiv, der dann plötzlich doch ganz schnell konkret werden kann und in neuen Studienformaten mündet. An dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Meyer, Frau Bückert und Frau Gratz, für diese tiefgehenden Einblicke und für diese wirklich tiefen und ehrlichen Antworten auf unsere Fragen, weil ich glaube, das hat unseren Zuschauern tatsächlich Einblicke und Eindrücke geliefert, wie der Panelalltag aussehen kann. Und jetzt würden wir unser Mikrofon praktisch an die Zuschauer übergeben und laden Sie, liebe Zuschauer unseres Webinars, ein, hier Ihre Fragen zum Thema Panel, zum alle Themen, die praktisch mit diesem das Panel betreffen. Sei es vor der Rekrutierung, nach der Rekrutierung, davor, danach, Mortalität, Incentivierung, was Ihnen auf der Seele liegt und zu stellen. Wir haben hier drei Expertinnen der Panel-Administration und beantworten natürlich gerne Ihre Frage. Dazu müssten Sie nur die Chat-Funktion nutzen. Genau, da kommt schon die erste Frage rein. Wie schnell dauert Panelaufbau bis zum Go-Live mit Rogator? Ja, die Frage würde ich kurz ausgreifen und beantworten. Ich denke, das kommt natürlich auf sehr, sehr, sehr viele Faktoren an. Das geht los bei den Teilnehmerbereichen, Teilnehmerseiten, wie aufwendig, wie umfangreich die sind und gliedert sich, ich glaube, das die kürzeste Zeit, da sind wir gerade in so einem Sprint, sind 6 Wochen, ja, wo wir ein Panel aufbauen und idealerweise, und das kam jetzt auch in der Äußerung von der Frau Bücholt heraus, dass man Dinge am Anfang lieber länger und weiter durchdenkt und durchdringt, um sie dann einfach von vornherein mit dem Panel zu verknüpfen. Aber ein Richtwert kann man sagen, zwischen 6 und 12 Wochen können wir ein Panel aufbauen. Die nächste Frage, wann lohnt sich ein eigenes Panel und wann die Umsetzung eher mittels Access-Panel? Auch eine gute Frage. Das hatten Sie, glaube ich, auch schon ein bisschen beantwortet. Ne? Es macht mehr Flexibilität. Also es lohnt halt dann, wenn ich viele Studien habe und dann die Unflexibilität eines Panel-Anbieters etc. wahrscheinlich ankommen würde. Was würden Sie sagen, Frau Gratz, wann würde sich für Sie ein Panel rentieren oder wann hat sich es für Sie rentiert? Genau aus dem Grund. Flexibilität und ein hohes Aufkommen. Viel Interesse an der Zielgruppe. Einerseits natürlich von externen, bei uns in dem Fall Pharmaunternehmen, alle Unternehmen, die mit Apotheke, der Vorortapotheke zu tun haben. Aber auch in-house nutzen wir unser Panel, um unsere Zielgruppe für die Entwicklung neuer Produkte, neuer Marken vorher zu befragen. Was wollt ihr überhaupt? Wir haben zum Beispiel die PTA in Lovebox, die rein an PTAs gehen. Vorneweg hat Unmengen an Marktforschung stattgefunden. Wie oft möchtet ihr so eine Box haben? Welche Incentivierungsmöglichkeiten sind euch wichtig? Was möchtet ihr noch drumherum haben? Und so auch das intern für Produktlaunches zu nutzen oder zu aktuellen Themen, wenn ich jetzt zurückblicke oder auch wo wir noch immer dabei sind, Corona, die Corona-Pandemie. Wir haben monatlich eine Erhebung zum Thema Corona. Wir tracken das in den Apotheken und nutzen es dann redaktionell bei Apotheke ad hoc, beziehungsweise die Kollegen von Apotheke ad hoc nutzen das. Also dann lohnt es sich auf jeden Fall. Absolut. Genau, Frau Meyer hat uns ja eingangs auch schon ein bisschen geschildert, was so die strategischen Ausgangslage war, ne? Und die Bedürfnisse zu sagen, die Flexibilität, die Geschwindigkeit, wir haben es auch vorhin gehört. Ne? Ein Thema ist praktisch morgens reingestellt, mittags haben Sie die Ergebnisse, das geht ganz sehr, sehr schnell. Eine Frage an Sie alle drei, wie groß ist das Panel-Team, das hinter Ihnen steht, wie viele volle Stellen sind es jeweils? Frau Meyer, wie ist es bei Ihnen?
Ich lache über den Begriff Panel-Team. Ich fände es schön, wenn das ein Team wäre, ist es tatsächlich weniger als eine volle Stelle bei uns. Aber ich meine, man kann da natürlich gerade mit Rogator eben, wie gesagt, verschiedene Methoden gehen, verschiedene Bereiche, Dinge übernehmen lassen, Dinge selbstständig durchführen. Also ich glaube, da gibt es unabhängig davon, wie viel Ressourcen man wirklich intern hat, gibt es da verschiedene Wege zu gehen und verschiedene Methoden, damit umzugehen. Ja, wie groß ist Ihr Panel-Team? Also zusammengefasst würde ich sagen, 2 Vollzeitstellen aktuell, beziehungsweise, ja, wobei allein fürs Panel ist es wahrscheinlich eine und mal schauen, wie sich es entwickelt. Da sind wir natürlich jetzt auch gerade so in der Testphase, ob wir noch Stellen dazu brauchen. Frau Gatz, ich habe immer Sie am Telefon. Ja, definitiv. Das Panel-Team trifft es tatsächlich auch bei uns nicht, zumindest nicht, was die Panelpflege angeht, weniger als eine Stelle. Klar, wenn man mal wieder Sonderprojekte hat, einen Umbau plant, dann werden auch die Kolleginnen, die, sage ich mal, die Befragungen auch planen, mehr mit eingebunden. Und die Stichprobenziehung, das teilen wir uns im gesamten Marktforschungsteam auf. Aber tatsächlich, Team kann ich nicht sagen, nicht bestätigt. Eine weitere Frage ist, ganz kurz, es kommen so viele Fragen, ich darf nicht überspringen. Genau. Sind Ihre Panels international und die Umfragen mehrsprachig? Bei der Balance haben wir ja gesehen, ist es national auf die Schweiz konzentriert und da aber früher mehrsprachig. Im Apothekerbereich, im Aposcope-Panel, ist es, glaube ich, auf Deutschland, auch im deutschsprachigen. Genau, richtig. Wir sind deutschsprachig unterwegs, nur rein im deutschen Markt aktuell. Okay. Und wie ist es bei Thieme? Bei uns genauso. Ist es einmal angedacht, das zu internationalisieren, den Rollout zu machen? Ja, eventuell. Okay. Kommt jetzt auf die Erfahrungen an, die man natürlich im Deutschen macht. Das genau. Ist ja auch sinnvoll, ja. Step by step eben diese Dinge zu machen, mit einem, mit dem Piloten zu starten. Eine weitere Frage: Wie häufig beschicken Sie Ihre Panelisten? Also wie oft steuern Sie Umfragen etc. in das Panel ein? Pro Woche, wenn Sie mir einfach eine Zahl pro Woche vor Graz zuwerfen. Ja, 2 bis 3 Mal. Okay. Frau Bichol? Also wir haben uns jetzt mal vorgenommen, 2 Mal im Monat. Okay. Das ist eine sensible Ärztegruppe. Ja. Um zu überstrapazieren. Ja. Die sollen ja am OP stehen. Die haben auch wichtig noch anderes zu tun, genau. Frau Meier, bei Ihnen? Bei uns tatsächlich noch ein bisschen seltener. Ich würde sagen, 1 Mal im Monat circa. Okay. Welche Möglichkeiten, diese Frage wieder an Rogate, bietet Rogate die Panelisten neben Incentives und Studienergebnissen für irgendwelche, um die Panelisten zu halten und Spaß und Umfragen zu fördern? Genau, das ist eine Frage und da ist auch schon die Antwort drin, nämlich das haben wir vorhin auch gehört, ne, dass sie eben nicht nur das Monetäre sehen, das ist eigentlich bei diesen Interessensgruppen. Das sind ja Menschen, die ein Interesse haben, eine intrinsische Motivation zum gewissen Thema oder Themenkreis, sich zu äußern, etwas beizutragen. Und wenn man denen zu diesem Themenkreis auch Informationen zurückspielt, die vielleicht früher an sie rankommen, als sie in der Öffentlichkeit verfügbar sind, glaube ich, hat man viel mehr erreicht und hat viel mehr Incentivierung geleistet und damit auch die Motivation ausgelöst, als wenn ich sage, für 10 Minuten ihrer Zeit kriegen sie 1 Euro. Ja, wenn wir das mal hochrechnen, ich glaube nicht, dass Panelisten das aus monetären Gründen machen. Also ich habe noch keinen getroffen, der davon gelebt hat oder irgendwas davon bestreiten konnte, weil das wirklich nur geringe Beträge sind, die dazu dienen, diese Wertschätzung halt auszudrücken, oder? Würden Sie das ähnlich sehen? Ihrem Nicken entnehme ich, dass Sie mit mir übereinstimmen. Dann springen wir zur nächsten Frage. Wir haben auch ein proprietäres Panel. Wir finden Einbindung von Mitarbeitern ins Panel spannend. Wie ist die Bereitschaft, sich zu registrieren? Welche Art von Fragen, Studien sind da relevant für Sie? Wie verzahnt sich das mit der Befragung von Externen? Frau Meier, genau. Die Bereitschaft zur Registrierung, vielleicht kurz auch Schnittstelle Mortalität. Natürlich hat man da nochmal ein anderes Thema, wenn es glücklicherweise nicht die große Fluktuation bei der Baloise, aber es gibt natürlich Abgänge, die können wir ganz gut aufgreifen und handeln dadurch, dass wir das als Bestandteil im Mitarbeiter-Onboarding haben. Das heißt, die neuen Kolleginnen und Kollegen registrieren sich da in aller Regel. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Themengebiet, das ist sehr breit. Das haben wir auch tatsächlich vor allem jetzt für die Pilotphase auch noch breit gelassen, um wirklich zu sehen, was kommt da rein.
Sicherlich sind da wichtige Ansprechpartner das HR, bei uns ist das die Mitarbeiterkommission, sozusagen der Betriebsrat wäre das wahrscheinlich das Pendant. Also es sind Themen aus diesem Bereich, aber da ist natürlich von, ich sage jetzt mal, das Kantinenessen, was sicherlich einen großen Rücklauf hätte, bis zu wirklich, ich sage mal, HR-Themen, klassischen HR-Themen, kann man da einiges machen. Ich glaube auch, dass es maßgeblich davon abhängt, welche Themen dort behandelt werden. Und wenn die Mitarbeiter sich in diesen Themen wiederfinden und sagen, ah, das ist ein Thema, dann würde ich gerne mitgestalten. Und es kann ja unterschiedliche Themen haben, so ein Mitarbeiterpanel. Das kann ja auch verschiedene Themenkreise haben, wo ich dann über die Merkmale ja sehe, ah, welcher Mitarbeiter hat sich denn für welches Thema eingetragen oder vormerken lassen. Und dann genau, bei uns ist zum Beispiel Thema Außendienst. Wir sind natürlich mit einer großen Vertriebsorganisation ausgestattet, wo das auch darum geht, diese Bedürfnisse auch aufzunehmen, die sich durchaus unterscheiden können von Leuten, die im Innendienst irgendwie in Basel arbeiten. Also das ist sicher ein Thema. Und grundsätzlich vielleicht noch die Anmerkung, dieses Mitarbeiterpanel ist nicht dafür gedacht, so eine große Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage zu ersetzen, die auch hochstandardisiert ist. Das absolut nicht. Es ist für uns eine Ergänzung für andere Themengebiete. Okay. Ja, ich sehe, kriege gerade das Zeichen auch von unserer Regie, dass wir uns dem Ende nähern. Es sind jetzt auch keine Fragen mehr relevant. Ansonsten würden wir natürlich, falls wir eine Frage nicht beantwortet haben oder überflogen haben sollten, würden wir die im Nachgang natürlich schriftlich noch per E-Mail auch beantworten. Wir veröffentlichen danach nochmal die Folien und die einzelnen Statements und Antworten. Ich darf mich erstmal bei Ihnen, meinen lieben Podiumsgästen, nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Liebe Frau Gratz, liebe Frau Meier und liebe Frau Büchold, herzlichen Dank für Ihr Kommen, ja, für Ihre Antworten und für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Das war hochspannend und sehr interessant und auch für mich immer wieder neu, weil ich das ja nur doch immer aus weiter Weg auch so mitbekomme. Deswegen ist es immer wieder auch für mich spannend, da mit dabei zu sein. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Zeit und auch für Ihre Fragen. Ich habe noch einen Hinweis, morgen eine Veranstaltung von uns im Rahmen der Woche der Marktforschung, nämlich Community Software Rockyou Lab. Wir haben es vorhin gerade erwähnt. Das ist qualitative Online-Forschung heute, morgen um 14 Uhr im Rahmen der Woche der Marktforschung. Ansonsten sage ich herzlichen Dank an Sie alle. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und einen schönen Nachmittag.